In diesem Video werde ich eine kleine Beichte ablegen, nämlich, dass ich jemanden, obwohl er, wenn man ganz genau hinsieht, sogar recht hatte, jemanden aus dem Kanal geworfen habe. Und außerdem werde ich euch noch einen sehr spekulativen Aktienkandidaten für die ersten beiden Januarwochen nennen. Also, das solltet ihr nicht verpassen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal und ich wünsche euch nochmal ein frohes Weihnachtsfest. Wenn es anstrengend war, ihr habt es bald geschafft, wir bereiten uns auf den Jahreswechsel vor. Eine kleine Beichte möchte ich mal zu Beginn dieses Videos ablegen. Ja, im Jahr 2019 musste ich ein paar Kommentare löschen, ganz, ganz wenige. Normalerweise, wenn da Worte drin auftauchen, die man ja, im gesitteten Umgang miteinander nicht benutzt, dann übernimmt YouTube das ja von ganz allein. Also wenn ihr euren Kommentar nicht mehr seht, ich war es in der Regel nicht. Aber es gibt natürlich auch einige ganz hartnäckige, da gehe ich dann persönlich gegen vor. Und ich möchte ganz offen zugeben, der, über den ich hier spreche, der hat mich das ganze Jahr kritisiert. Und ihr könnt es unter jedem Video sehen, Kritik ist auch völlig in Ordnung für mich. Worum ging es? Es ging um eine Aktie, es ging um Daimler, die technisch relativ schwach aussieht. Kann ich auch nichts für. Und dann steht der DAX bei 11.500, 11.600 Punkten, Mitte des Jahres, Daimler bei 50 Euro und da eben die Feststellung, Mensch, andere Aktien sehen besser aus. Und Monat für Monat kriege ich aufs Brot geschmiert, dass Daimler doch eigentlich so eine gute Aktie sei. Jetzt steht die Aktie ein paar Euro höher, der DAX steht aber übrigens 2.000 Punkte höher und die Konkurrenten von Daimler, zumindest die Deutschen, die stehen deutlich höher, die haben also viel besser performt. Und da steht eben drunter, du liegst einfach immer falsch. Und da habe ich drüber nachgedacht. Zuerst kommt die Beichte. Also ich habe eine lange Antwort geschrieben. Habe geschrieben, ja, man muss ja auch auf relative Stärke gucken. Und ich gebe es ganz offen zu, wisst ihr was? Dann schreibe ich da einen Text, 10 Minuten und dann denke ich so bei mir. Und dann habe ich den einfach gelöscht. Ja, entschuldige bitte, aber weißt du was? Du hast es verdient. Ich werde beim nächsten Mal anders antworten. Und worum es nämlich geht bei Analysen, ist, dass man unter dem Strich bei viel mehr Analysen möglichst richtig liegt als verkehrt. Das war aber für mich der Aufhänger, also dieses so schwarz auf weiß zu lesen, du liegst einfach immer falsch. Da dachte ich, das möchte ich jetzt einfach mal überprüfen. Und dann bin ich im Kanal meine Videos durchgegangen und siehe da, ja, es gab Themen, da war ich tatsächlich falsch. Beziehungsweise die Setups, die ich dort vorgestellt habe, die sind nicht aufgegangen. Das prominenteste Setup vielleicht, wenn wir uns auf eine Branche beziehen, war im April, lasst mich nachschauen, ja, muss man natürlich auch genau bleiben, Cannabis. Da habe ich Cannabis, den Sektor, als potenzielle Kaufgelegenheit. Ja, okay, mit einem Fragezeichen dahinter, aber ich will mich gar nicht rausreden. Also die Cannabis-Aktien sind zurückgekommen. Ich habe für Kronos, für Canopy und für Aurora potenzielle Unterstützungszonen aufgezeigt. Diese Unterstützungszonen wurden auch angelaufen. Und wenn dann jemand sagt, na, ich habe das Video bei Eriksen gesehen, why not? Vielleicht erholen sich von da, von diesen Unterstützungszonen, die der Eriksen gezeigt hat, erholen sich dann die Aktien. Dann hat er mit diesen Trades keinen Gewinn gemacht. Denn, ihr habt es mitbekommen, Canopy, Kronos und auch Aurora sind gefallen und gefallen und gefallen. Sie fallen im Prinzip immer noch. Sind immer noch auf dem Jahrestief. Über Aurora werde ich am Ende dieses Videos noch mal ganz kurz sprechen, weil es da um eine, ja, um eine Besonderheit einer Saisonalität geht. So, wenn jetzt also jemand sagt, hat der Eriksen falsch gelegen, jawohl, dann ist das so. Das gehört zum Trading, das gehört zur aktiven Geldanlage mit dazu. Man erstellt ein Setup. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, niemand kann sagen, ja Eriksen, ich bin jetzt 60% im Minus, denn das ist ausgeschlossen. Diese dicken roten Balken, die ich da immer im Chart drin habe, die liegen nicht nur da drin und jeder muss sich seinen Reim denken, sondern ich benenne sie auch immer und sage, wenn der Wert unter diese Aktie, Entschuldigung, wenn die Aktie unter diese Unterstützung rutscht, unter diesen Wert rutscht, unter diese Marke rutscht, dann beende die Spekulation, denn das ist der Kern einer jeden Spekulation aus Sicht eines Profis, sich zuerst einmal Gedanken zu machen, wo beende ich das Ganze, wenn es gegen mich läuft. Ja, das Umgehen mit Gewinnen ist deutlich einfacher.
Das heißt also, bei Aurora wäre man schon 40-50% höher wieder raus gewesen, weil da die entscheidende Unterstützung ist. Aber nichtsdestotrotz, es gab Cannabis, es gab eine Netflix-Gelegenheit, eine Short-Gelegenheit, die ich vorgestellt habe. Da ist Netflix unterhalb der Marke $10 gefallen, hat sich aber dann stark erholt, würde ich also auch sagen, hat nicht gut geklappt. Wirecard habe ich im Report einige Male richtig gelegen, aber auch verkehrt, habe ich teilweise auch zu früh gekauft, dann auch wieder verkauft, ja, einmal um genau zu sein. Das war aber auch sinnvoll im Nachhinein, denn die Aktie ist nochmal 30% weitergefallen. Und was habe ich mir dann noch rausgeschrieben? Ihr dürft, ich bin euch nicht böse, wenn euch in der Kommentarfunktion noch was auffällt, dann nutzt das gerne. Aber Boeing, das war Anfang des Jahres, war auch zu früh. Ja, ist danach runtergedümpelt und das ist letztendlich, sehe ich auch als ein Setup an, was daneben gegangen ist. Denn ich will natürlich, wenn, dann will ich ja Bewegung. Ich will ja nicht Boeing kaufen und sagen, ich mache mit dem $100-Stop, irgendwann werden sie schon wieder steigen. Ja, das ist kein Ansatz für mich. Also, durchaus einige Sachen, die nicht so funktioniert haben. Aber nachdem ich die Videos durchgegangen bin, muss ich auch sagen, es haben in diesem nicht so einfachen Jahr 2019 ganz, ganz viele Sachen auch sehr, sehr gut geklappt. Ich habe mir ein Video, welches ich simpel überschrieben habe, deswegen hat es auch nicht so viele Zugriffe, wäre aber durchaus sinnvoll gewesen, sich das anzuschauen. Ich blende euch hier mal den Link ein, beispielsweise. 3 Kaufchancen hieß das. Wahrscheinlich war der Titel dann doch nicht so. Ja, ich weiß, mit den Titeln ist es immer so eine Sache, aber wenn ich die zu simpel mache, guckt es sich einfach keiner an. Also, 3 Kaufchancen war auf jeden Fall kein Clickbait. 20.06.2019 ist es gekommen. Da habe ich Intel vorgestellt mit einem Stop bei $42.30. Die Aktie war bei $44.45, ist im Anschluss gestiegen auf $59. Nvidia, ja, Stop bei $126, da war sie bei etwa 153. Heute bei $240 und der Knaller war wirklich das exakte Tief von Infineon. Lag genau dort zum Zeitpunkt des Videos. Da war die Aktie bei 14,40 etwa. Und ich habe gesagt, tiefer als 14 Euro darf sie nicht ich habe mir da Wochenschlusskurse angeguckt, rutschen. Ja, die Aktie ist jetzt bei über 20 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich kann nicht jeden Report gucken. Die Aktien, die im Fokus vieler Anleger sind, die bespreche ich ja auch im Report. Und im Report habe ich eine Nelasa besprochen, die im Anschluss um 30% gestiegen ist. Ich habe eine Evotec besprochen, die ist innerhalb von 2 Tagen um 10% gestiegen. Und ich habe insbesondere Bitcoin mehrfach besprochen. Bitcoin hat sich ja phasenweise, kann man sich jetzt kaum noch vorstellen, das Jahr unter dem Strich war ja nicht so, wie sich das viele gewünscht haben, ist fast 100% phasenweise gestiegen. Und das Einstiegssignal, welches ich dort besprochen habe im Report, hat sehr schnell fast 40% gebracht. Worauf will ich hinaus? Ich weiß, dass natürlich in einem Kanal, in dem es um das Trading geht, man natürlich sagen kann, ja, mit Wenn-Dann-Situationen hast du ja am Ende immer recht. So ist es aber nicht. Das heißt also, ich gehe jetzt nicht nach Hause und sage, ich habe eine 100%-Quote. Aber wenn dann, also eine Bedingung muss erfüllt werden, damit ich eine Position eröffne, sei es auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite und dann mit einem jeweiligen Stop. Das ist die Herangehensweise aus meiner Sicht, die einzige, die wirklich Sinn macht, wenn wir über das Trading sprechen. Man kann natürlich Prognosen aufstellen. Ich kann jetzt einfach mich hinstellen an irgendeinem schönen Tag und das passiert so, seit ich mich mit der Börse beschäftige, dass irgendjemand sagt, in diesem Jahr wird sich Gold verdreifachen im Wert. Gold macht ein neues Allzeithoch. Ich kann für jedes Jahr ein Video finden, in dem das jemand gesagt hat. Oder der DAX wird sich im Wert halbieren. Oder. Ich kann mich mit solchen Prognosen hinstellen. Und ich kann mir vor allen Dingen auch sicher sein, diese Prognosen werden geklickt ohne Ende. Wenn es mir also darauf ankäme, dann müsste ich einfach eine Prognose nach der anderen raushauen. Denn das Schöne ist, es ist offensichtlich, nimmt man es auch niemandem übel, wenn er dann da verkehrt liegt. Entscheidend ist eine richtig schöne Prognose und eine richtig schöne Schlagzeile. Das hat nur nichts mit aktivem Handel zu tun. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz ernst gemeint nochmal bei
allen bedanken, die entweder schweigen, das ist auch völlig in Ordnung, aber die mir auch wirklich so zahlreich geschrieben haben, anhand derer ich erkennen kann, sie verstehen hier, worum es geht. Mir ist um die Trading-Szene, um die aktive Anlegerszene in Deutschland ist mir nicht bange. Da sind viele, viele, insbesondere auch sehr, sehr junge Menschen dabei. Ja, meine Frau nickt, weil wir das auch auf Instagram immer wieder erleben. Es gibt so Sachen, wenn ich jemandem eine halbe Stunde schreibe und dann denke ich, nee, weißt du was, warum sollst du eigentlich meine Energie hier verbrauchen? Das Einzige, was du mir seit Monaten sagen willst, ist doch, wie blöd ich bin. Warum? Warum soll ich nicht lieber meine Energie bei denen einsetzen, die sagen, das hat sie in irgendeiner Form inspiriert? Sie denken über Geldanlage nach. Mir kommen fast die Tränen, wenn mir 20-Jährige schreiben und darüber sagen, sie haben jetzt einen ETF-Sparplan. Ja, ganz einfach angefangen mit 20 Euro im Monat. Das ist großartig und es ist schon praktisch sicher, dass jemand, der in dem Alter sich darüber Gedanken macht, dass der 2, 3, 4 Jahrzehnte später wirklich auf ein, zumindest finanziell betrachtet, auf einem sehr viel stabileren Fundament steht. Also vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das möglich machen und die auch dafür sorgen, dass mir dieses Projekt so viel Spaß macht. So, und auch im nächsten Jahr wird es selbstverständlich Setups von mir geben. Also wenn dann Prognosen. Und eine sehr, sehr spekulative möchte ich euch zum Jahresende noch mit auf den Weg geben. Ich habe es euch beschrieben, diesen Januar-Effekt. Der Januar-Effekt taucht insbesondere im Bereich der Nebenwerte auf. Das heißt also, die Werte, die im Jahr 2019 oder in dem betrachteten Zeitraum sehr, sehr schwach waren, die werden vermutlich in den letzten Tagen des Jahres noch mal mindestens ebenso schwach oder sogar schwächer dastehen, weil sie eben von vielen aus dem Depot geworfen werden. In den USA beispielsweise aufgrund von Tax Loss Selling, also um steuerliche Verluste zu generieren. Das macht Sinn, denn man kann sie mit den Gewinnen dann verrechnen. Aus Sicht der Fondsmanager, weil sie sagen, ja, wer will den Loser schon im Jahresbericht drin haben? Und. Also, wenn ihr davon noch nichts wisst, January Effect, ja, für den Report hier unter dem Video eintragen und ihr wisst im nächsten Jahr auf jeden Fall mit solchen Begriffen umzugehen. Diese Aktie, dieser Sektor Cannabis ist aus meiner Sicht eine, der bei dem dieser Januar-Effekt auftreten könnte. Und wenn ich mir Aurora so anschaue, dann ist das vielleicht eine Aktie, die von der Größenordnung genau in dieses Schema reinpasst. Ich werde euch jetzt absichtlich nicht sagen, kauft die Aktie da und verkauft sie da. Weil ich möchte ja, dass ihr selbstständig damit umgeht und insbesondere kann ich in den nächsten Tagen auch nicht genau verfolgen, was da passiert. Und ihr vielleicht auch nicht. Da ist es dann eher sinnvoller, sich in den letzten Tagen des Jahres mit so kleineren Positionen einzuscalen, wie es so schön heißt. Also hier mal eine Tranche zu kaufen, da mal eine Tranche zu kaufen. Bitte nicht zu groß machen. Das ist das Gegenteil von einem sicheren Ding. Aber Aurora Cannabis ist jetzt in den letzten Tagen nochmal sehr schön, in Anführungszeichen, unter Druck gekommen. Und wäre so ein klassischer Wert, der dann Anfang Januar, in den ersten 2 Januarwochen sollte sich der Effekt bemerkbar machen, der dann sich erholt. Ja, da erwartet bitte gleich nicht eine Kursverdopplung, sondern wenn dann gemessen an den Tiefskursen schnelle 10%, 20%, 30%, 40% kommen, dann ist das genau das, was man haben will. Ich möchte hier also keinen langfristigen Boden im Cannabis-Sektor ausrufen, habe ich schon besprochen. Wir haben hier immer noch ein Überangebot und solange es Überangebot gibt und solange es im Sektor noch keine großen Konsolidierungen gegeben hat, Übernahmen, Pleiten und, solange ist nicht damit zu rechnen, dass es hier eine mittelfristige Bodenbildung wird. Aber jetzt kurzfristig aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Spekulation und das möchte ich auch gleich hinzusagen. Ich bin da nicht neutral. Warum? Weil ich bereits einige Stücke in Aurora Cannabis habe. Auf eigene Gefahr. Wer weiß, vielleicht sind sie in 2 Wochen auch insolvent. Dann ist das gesamte Geld weg. Ganz wichtig. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr am 2. Weihnachtsfeiertag reingeschaut habt. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Liebe Grüße, bis dann und ciao.